So, herzlich willkommen heute zusammen, Christian Antenne und Automobile Domadems, wie schon bekannt. Ja, der zweite Film in dem Jahr und wir haben ein paar Kommentare gekriegt von euch, das finden wir immer ganz praktisch. Negativ, ja positiv und vor allem liebst du positiv, weil negativ, sonst ich löse hier so ein Problem. Ja? Du Problem mit Kommentar, ich gebe dir Antwort. Nein, gut. Spaß beiseite. Ihr könnt uns auch Kommentare schreiben, die negativ sind. Solange es produktiv ist, ist immer gut. Wir haben jetzt von verschiedenen Leuten von euch oder von uns haben wir Kommentare gekriegt betreffend Fahrwerk von der BEA. Wie ihr wisst, haben wir letztes Jahr bei ihrem Skoda das Fahrwerk umgebaut. Das heisst, sie hat vorher nur Federn drin gehabt. Und das war suboptimal beim Fahren. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir ihr ein Quint-Fahrwerk einbauen, von der Firma KW bzw. ST-Line, was der KW gehört. Und jetzt ist von euch der Kommentar gekommen, beziehungsweise ein Gewindefahrwerk, habe ich ja schon gesagt, ein Gewindefahrwerk, ist von euch der Kommentar gekommen betreffend Erfahrungsbericht. Ja? Und das haben wir jetzt kurz entschlossen, dass wir das machen werden. Das heisst, ich höre jetzt auf labern und ihr geht mit der BEA fahren. Dann erzählt sie euch einmal den Erfahrungsbericht zwischen nur Federn und einem Gewindefahrwerk. Was ist der Vorteil? Nachteil? Was hat sie empfunden? Jetzt war sie ja in Potsdam, in der Winterferien. Faules Stück hat nicht arbeiten. Aber ist gleich, muss auch jemand nicht. Das kriege ich wieder mit dem Gewerkschaftsproblem. Piep! Genau. Item. Und 2000 Kilometer, oder wie viel hast du gemacht? 2500 Kilometer ist jetzt gefahren damit. Deutsche Straßen sind nicht immer so optimal. Also in Großstädten zum Teil ein bisschen kriminell. Und da wird sie euch jetzt Erfahrung erzählen. Federn gegenüber Gewindefahrwerk. Ja, ich gebe ein APP und wünsche euch viel Spass. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Schönen Tag zusammen. Tschüss. Was muss ich jetzt sagen? Ja, liebe Bea, erzähl uns mal was von deinem tollen neuen Fahrwerk. Hallo erstmal. Ja, genau, es geht ja ums Fahrwerk heute, oder? Genau. Genau. Deswegen sind wir auch gerade mit meinem Fahrzeug hier unterwegs. Ne? Und supi. Ich hatte vorher nette, schöne Federn drin. Die waren eigentlich auch recht angenehm, muss ich sagen. Da hatte ich aber auch noch kein Gewindefahrwerk drin. Also, mein Fazit zum Gewindefahrwerk in meinem Fahrzeug jetzt, also im Skoda. Ich möchte nie wieder missen. Es darf einfach nicht fehlen. Aus dem einfachen Grund. Es gibt ja angenehme Straßen, ne? Es gibt aber auch weniger angenehme Straßen, die sind ungefähr so. Ja? Muss ich feststellen, bei den Federn hatte ich eher das Gefühl, die Straßen sind mehr so, sondern so. Mit meinem Gewindefahrwerk allerdings, da bleiben auch die Möpse genau da, wo sie hinhören. Ja, also ohne blubblubblub. Machen wir auch gleich, weil hier gibt es ohne kleine lustige Holperstraße. Dann zeige ich dir das mal, Tobias, ja? Ja. Ist vielleicht immer noch was zu sagen, wie du das so empfunden hast. Genau. Ich habe es viel gemerkt natürlich bei mir in der Heimat, also war unter anderem auch in Berlin natürlich dann unterwegs. Und na, über Berliner Straßen müssen wir jetzt nicht reden. Ne? Und ja, musste wirklich mit positivem Feedback wiederkommen. Also ich war froh, habe ich es, weil diese Schlaglöcher, die da auch gibt und hast du nicht gesehen, sind für mich nicht mehr so spürbar wie vorher, sage ich jetzt mal. Ja? So kann man es wirklich sagen. Am meisten gemerkt hatte ich es ja bei den Federn, kennen wir alle bei McDrive. Oder? Bei McDrive, die Stoppgeschichte hier. Damit man langsamer wird. Das machte, vorher machte das bei mir. Der kam hinten. Jetzt macht das bei mir. Jetzt kommt die Straße. Holper, holper, holper. Straße. So, jetzt befinden wir uns auf unserer Pflastersteinstraße. Und jetzt, Tobias, für dich, ja? Ja, also die Straße ist eigentlich sehr schlecht. Also wirklich schlecht. Wir fahren aber auch mal schneller. Ja, nicht nur langsam. Hückelchen, hast du das gemerkt? Nee, wa? Kaum, kaum. Also vom... Oh!
Ja, Leistungssteigerung merkt man natürlich. Leistungssteigerung natürlich und mein Sportluftfilter ist ja klar. Na, also ich finde, das Fahrwerk ist recht straff, aber nicht holprig. Richtig, so darf man sagen. Hast du gemerkt? Habe ich gemerkt. Ja, geil, das, merkt, das merkt jeder. Du, deine Kamera hat jetzt auch nicht so doll wackelt. Nicht unbedingt, das war meine unruhige Hand, wegen meinem Zug wahrscheinlich. Aber wegen der Beschleunigung, wegen der Leistungssteigerung. Achso, genau so ist das. Pimp den Skoda vom Bär. Ja, was soll ich sagen? Also ich kann es wirklich nur weiterempfehlen, muss ich ehrlich sagen. Was ist denn das für Fahrwerk nochmal? Ich glaube, irgendwas von na, KW. KW, ja, ja aber ST irgendwas. Genau. Das ist so der Herrn Christen sein Fachgebiet. Ich bin hier die mit dem Fahrzeug, wobei alles schön lustig rinbuttern. Bin selber sehr experimentierfreudig. Deswegen haben wir natürlich auch gemacht, das ist ja klar. Um natürlich auch irgendwie Erfahrungswerte oder Feedbacks geben zu können. Ne? Jetzt wie mit der Versiegelung an meinem Fahrzeug oder auch bei der Felgengeschichte, die wir so lustig auch machen. Versiegelung, ne? Geschichtung genau. Von Felgen. Habe ich alles an meinen eigenen Fahrzeugen ausprobiert. Und ja, ich denke nur Dinge, die man selber ausprobiert hat oder selber besitzt, kann man anbieten, vertreten und vermarkten. Und ja, in diesem Fall gibt es nur positives Feedback. Also, ruft uns an, bestellt's, ich baue euch das ein. Bis dahin, macht's gut!